Hey Leute und willkommen zu dieser etwas besonderen Folge von der PES 19 Demo. Und zwar heute mit einem Special Guest, dem Flo. Hi. Hallo. Ja, er ist selten auf dem Kanal, beziehungsweise lange nicht mehr auf dem Kanal gewesen. Ich verlinke euch einfach mal in der Infokarte ein paar Videos mit dem Flo zusammen, die schon auf meinem Kanal online gekommen sind. Und ja, er ist der absolute Fußballprofi, nicht? Ja. Also er kennt sich absolut gar nicht mit Fußball aus. Und er ist jetzt einfach mal auf Besuch bei mir und ich habe ihn einfach genötigt, dass wir hier einfach eine Runde PES aufnehmen. Was willst du denn für eine Mannschaft? Boah. Jetzt müssen wir krasser nehmen. Wir haben gerade ein Testspiel gemacht. Der durfte einmal das Spiel, also er hat ein Spiel gemacht bisher. Und ja, das sollen wir national machen? Frankreich gegen Argentinien? Ich mach Frankreich. Nimmst du Frankreich? Dann nehme ich Argentinien. Ich bin der Weltmeister. Okay. Du bist der Weltmeister, absolut. Ja. Wir machen Camp Nou natürlich hier alles, Leute, wisst ihr Bescheid. Wir stellen auch nichts ein an den Taktiken, wir legen direkt los. Und ist auf jeden Fall geil, Leute. Facecam haben wir nicht an, er hat sich nicht dazu bereit erklärt. Ich bin noch nicht bereit, ja. Aber das ist kein Problem. Wäre auch witzig gewesen, aber ja, ist kein Problem. So ein typischer WM-Gucker bin ich. Ja, die WM hast du ja geguckt, ja, ne? Aber sonst gar nichts, ne? Also du kannst ja auch gerne mal dein Fazit zu dem Spiel abgeben, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen. Zu dem Spiel. Also. Ja, wie du es so findest. Also PES 18 hast du, glaube ich, auch nicht gezockt. Also wir haben einmal FIFA gezockt. Aber ja, PES 18, dazu ist es nochmal echt viel besser, die Beleuchtung und so, ist echt krass. Wenn ihr übrigens die alten Videos nicht gesehen habt, was ich schon über PES 19 Demo gemacht habe, dann verlinke ich euch einfach mal eins rechts um meinem i und da könnt ihr dann auch die alten, älteren, sag ich mal, euch angucken. Das sind die Nationalländer. Wir hören übrigens gerade keinen Ton, Leute, das ist geil. Wir hören überhaupt keinen Ton? Ja, ja, du kannst gerne die Kopfhörer reintun, ich hab's ja nicht drin jetzt. Du hast Messi, wen hab ich? Ist crazy. Ich kenn keine. Du hast Griezmann, Varane, Umtiti, Lloris im Tor. Also deine Mannschaft ist nicht schlecht. Pogba und so und Mbappé, guck mal hier, Youngstar-Talent. Ja. Spitze. Okay, Leute, wir starten einfach mal rein. Ihr wisst ja Bescheid, in PES 19 kann man schwer Tore erzielen. Also das könnte Flo's Glück sein. Ja, gegen mir kann man immer Tore schießen. Gegen mich. Gegen mich. Richtiger Profi. Ja, ich hoffe auch, dass es vom Sound her passt, vom Mikrofon. Das ist hier perfekt zwischen uns quasi. Aber, ja, mal gucken. Komm direkt die erste Chance drin. Oh, du hast natürlich jetzt wieder einen Vorteil, weil ich spiele immer schlecht, egal ob mit einer schlechten Mannschaft oder mit einer guten. Und du kannst bestimmt jetzt besser spielen, oder? Nee. Okay. Die sind ja auch gar nicht so krass. Ich würde sagen, ich mache das 1-0 jetzt. Das könnte tatsächlich passieren. Also ich habe dir die Grundsteuerung ja zwar beigebracht, aber wie gesagt, dir fehlen natürlich noch die Übung und das Talent. Es sind zwei Sachen, ne, die bräuchte man eigentlich. Und du kennst dich fast gar nicht mit Fußball aus. Also wie gesagt, WM hast du ja geguckt, aber ansonsten irgendwie... Favorisierst du eigentlich mit irgendeiner Mannschaft? Hast du irgendwie so... WM jetzt, oder? Nee, jetzt vielleicht Bundesliga oder so. Vielleicht guckst du ja mal dieses Jahr ein bisschen in die Bundesliga rein. Oh, das glaube ich nicht. Vielleicht kommst du mit mir auch ab und zu ins Stadion zu Fürth. Ja, Favorit, nö. Ich bin neutral. Neutral. Okay. Ja. Meine einzigste... Junge! Es gibt nichts. Ja, weil es Vorteil gibt, weil ich immer am Ball bin. Hättest du den Ball genommen? Das ist meine einzigste Verteidigung. Grätschen? Ja. Die Leute werden sich wahrscheinlich den Kopf zerschlagen, so was macht denn der Typ? Ja, also Leute, nicht wundern, wenn er schlecht ist, wie gesagt, das ne? Hä? Ja, du hast mich vorhin die ganze Zeit gefoult, es gab ja Vorteil. Und jetzt gibt's erst? Ja, ja, es gab Vorteil, weil der Spielfluss will natürlich nicht aufgehalten werden, dadurch, wenn ich immer noch am Ball bin. Weil meiner ist ja aufgestanden und hat den Ball immer noch gehabt und daraus könnte er eine Chance. Zum Beispiel, das haben wir in der... Ne, da ist es nur einfacher, Tore zu schießen, glaube ich. Und ich weiß nicht, hast du damals in FIFA ein Tor hingekriegt? Nee. Muss früher passen. Das ja, ich wollte durchrennen. Ja, das funktioniert in PES nicht. Nicht? Nee, nie im Leben. Oh. Junge. Jetzt hab ich zwei. Wie hast du das denn gemacht? Hab ich gerade zwei umgehauen. Ja, irgendwie. Rot! Dem gibt er direkt. Achso, nee, der hat doch schon gelb gehabt, oder? Ja, aber es gibt glattrot. Sonst gibt's ja gelbrot. Also es gibt glattrote Karte für dieses böse Foul. Ich hab's nicht mal richtig gesehen. Der ist richtig sauer. Oh, für das hier gibt's gelb. Das war ja gar nicht. Für das hier gibt's rot.
Das ist eine gute Position, ne? Messi. Oh. Mit Dreieck springt die Mauer hoch. Was? Ja, wenn ich schieße. Okay. Komm. Ah. Oh, danke, dass du mir gesagt hast. Oh, nochmal noch in deine Fresse geschossen. Kenn ich nix. Ach, du Scheiße. Ah, es ist gleich schon Halbzeit sogar, Leute. Also wie gesagt, es ist in PES 19, wie gesagt, vor allem in der Demo, richtig schwer Tore zu schießen. Das hätte jetzt, wenn er nicht abgefilmt hätte, wäre das gefährlich geworden. Halbzeit. Die Halbzeit halte ich immer durch. Ja, und danach, vor allem immer, wir haben ein Testspiel gemacht, gerade durch 2-0 gewonnen. Ich habe schon wieder, das mehr, wieder mehr Ballbesitz. Ja, aber genauso wie vorhin, ne? Ja, aber da hattest du schon, ich glaube, du hattest zwei Schüsse. Einen aufs Tor und zwei Schüsse und hier hast du 0. Ich habe aber auch 4 Schüsse und 0 aufs Tor. Waren ja auch nur auf meiner Seite, glaube ich. 4 Schüsse, ich habe auch gar keinen aufs Tor, keinen Ball. Warum hält er sein Gesicht? Junge, du hast ihm so eine gebraten. Der hatte gerade. Ich verstehe nicht. Jetzt! Messi an den Pfosten! Oh, da passt denn raus, da geht auf Nummer sicher. Ich habe eigentlich nur X gedrückt. Ja, Messi hat ihn an den Pfosten. Ich dachte, hier wäre es abseits, war so nicht. Gut gemacht von Higuain, aber. Messi an den Pfosten, hast du mal Glück gehabt. Wie du ein Glück, das war Können. Gelb. Meiner lacht dich aus. Warum du hast Geld wieder bekommen, meiner hat angefangen zu grinsen. Finde ich cool, dass es das in PES gibt. Ja, weil du da vorhin, wo er sich im Gesicht gehalten hat. Du hast die Hand voll ausgeholt, Alter. Das wollte ich ja gar nicht. Ich kenne da nix, Alter. Oh, dem war sogar fair. Du hast ultra den Ball getroffen. Ja, easy. Ach Quatsch, du machst jetzt ein Tor. Ja, natürlich. Wenn du jetzt ein Tor machst, könnte tatsächlich passieren. Guck mal. Junge! Oh, der Torwart kann nicht mal festhalten, wir müssen abkollen lassen. War schon gut, ne? Aber jetzt die Maria, wie er schon wieder gratschen will, ne? Das ist unglaublich. Der war Junge. Fair, ne? Vorteil oder fair? Weiß ich nicht, ich glaube Vorteil war es. Dann kann man gleich nochmal rein. Na, jetzt will er gleich schießen. Ja, ich musste jetzt mit Messi schon, weil sonst ich da wahrscheinlich ein Problem bekommen. Oh komm. Bitte. Oh nein, das war abseits. Der stand im Abseits. Glück hast du, ey. Fuck, ey, es sind noch 10 Minuten, ich war am Tor. Aber ich habe ja gesagt, also das wird schon schwierig, das wusste ich schon. Ich wollte dir eigentlich nicht dazwischen rennen, aber der Pass war, den hast du dir selbst zu verschulden, dass der so schlecht ist. Komm! Ja! Oh, ja! Jubel! Jawohl, Higuain. Ach, den kennen wir doch. Ne? Den kennen wir, ja. Den kennen wir doch. Den hast du schon mal umgegrätscht. Daher kennst du ihn. Ah, Argentinien hat ja auch gegen Frankreich gespielt mal. Echt? Das war dieses krasse Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging. 4-2, 5-2 oder irgendwie so. Für wen? Oder 5-3. Frankreich hat gerne gewonnen. Ja, sind Ach so, WM. Ja. Du meinst die WM? Die WM, klar. Ich dachte, du meinst das war jetzt, das war das beste Spiel der WM, meiner Meinung nach. Also, die Spiele waren alle scheiße. Also doch, das war das Beste, das war nicht scheiße, das war Premium, was du gerade gemacht hast. Ich renn aber raus. Du rannst raus. Komm, das wird das 2-0, Leute, wir können jetzt nicht nur 1-0 gewinnen. Wäre auch okay, aber 2-0 wäre besser. Oh, das war sogar wieder eine faire Grätsche. Da habe ich predicted, der muss. Ja, pfeift da. Oh. Das aus, 1-0. Leute, zweites Spiel, Schalke gegen Liverpool. Ich bin Schalke, der Flo ist Liverpool. Und hier siehst du auch den Tunnel, also Tunneleingang, alles wie in echt nachgebaut. Und Jan wurde auch eingeladen da von Konami, um das Spiel zu testen. Und er hat echt gesagt, also sie durften da mal umgehen, das sieht echt so aus. Das ist ultra krass. Und hier gibt's auch Stehplätze und alles, das gibt's in FIFA alles nicht. Also letztes Jahr gab's das Stadion von Dortmund in PES und die haben die Mitgliedschaft gekündigt und sind jetzt bei FIFA wieder exklusiv. Oh. Und da sieht das Stadion im Vergleich zu PES ultra scheiße aus. Also das kriegt PES viel besser hin. Die machen da viel mehr Details und mit viel mehr Liebe einfach. Und ja, wir starten jetzt einfach rein. Schaut schon krass geil aus, du. Und diesmal lege ich dich. Ich hasse dieses Zielen. Wo irgendwie trotzdem noch zielen müssen, tun haben. Schlecht. Oh, das war voll gut. Das ist schlecht. Weiß das ist nur Fährmann gewesen. Oh. Hilfe. Vorteil. Hä? War Vorteil, du hast mich da wieder umgehauen. Ich hab nicht mal was gedrückt. War nicht mal extra. Voll in dich reingerannt. Also das war doch jetzt nichts. Versuch mal ohne so viel zum Foul. Also richtig fair spiele ich jetzt. Okay.
Richtig fair. Elfmeter. Was? Elfmeter. Ich wollte es sanft machen. Ja. Hier gibt's hier, glaube ich, keine Virgil. Gibt dir denn die Karte? Nein. Nein, gibt er denn nicht. Aber es gibt einen Elfmeter. Die Gesichter finde ich geil. Ja, die Mimiken sind eigentlich gar nicht schlecht. Also es hat FIFA hat halt keine Mimiken, ne? Okay, komm, Caligiuri gegen Karius. Lego! Was machst denn du? Weiß ich nicht. Ach, nee. Jawoll! Komplett in die andere. Ja. 1-0. Caligiuri. Ist geil, ne? Ich bin fassungslos. Ja, das hier, Goretzka. Übrigens, Leute, das kommt so oft in den Kommentaren, auch bei Jan und auch bei mir. Goretzka spielt bei Schalke hier noch, weil es ein Update ist von Mai 2018. Und nicht die neue Version, weil Goretzka hat zu Bayern gewechselt. Der, das ist ja dann den gut, du ne? gefault hast. Den du gefault hast, meine ich. Der ist jetzt bei Bayern. Zurück! Der hält ihn. Ja, natürlich. Muss doch drinnen sein. Das war ja auch schlecht. Ja, der Schuss war schwach. Was macht Bentaleb denn? Guck mal, wie schwach der geschossen hat. Der muss doch den reinballern, Alter. So, Leute, Halbzeit. 1-0, 20. Minute der Elfmeter. Ansonsten noch nicht viel, ne? Wie die Leute immer faulen müssen, ne? Schon wieder mehr, Alter. Viel 60 mehr. Jetzt schon. Viel mehr Ball. Was machst du denn? Du drückst die ganze Zeit Pässe, Pass und ich komme nicht dran, ne? Aber 4 Schüsse, 3 aufs Tor, viel besser als 46 letzten. Pässe habe ich gespielt. Ja, jetzt aber, der ist so frei. Oh. Burgstaller, das ist sogar ein Stürmer. Oh, nee. War das gerade ich? Oh, nein. War das gerade ich? Nein, ich habe ihn drüber gesetzt. Ich habe zu lang gedrückt. Diesmal wollte ich nicht so lasch schießen. Oh, das war ja... Jo, ich wollte ihn diesmal nicht so... Wie so ein Bongo-Schuss einfach schießen. Ich wollte ihn diesmal krasser schießen. Gott, war der frei, der muss doch sitzen. Ich passe mich, glaube ich, gerade deiner Schwierigkeit an. Was soll das jetzt sein? Oh, Glück gehabt. Haut rein, Jungs! Oh, nee. Oh, zum Glück. Da habe ich wieder... Das wäre wieder richtig Pech. Also diesmal wäre es Pech gewesen. Also bisher war ich schon nicht geil. Aber diesmal wäre es echt Pech gewesen. Ich dachte, oh Gott, er kommt auf mich zu. Jetzt habe ich da einfach rüber gechippt. Und dann, oh, wie knapp. Zum Glück ist er da noch auf den Ball losgerannt. Crazy. Aber 3-0 bekommst du noch. Das lasse ich. Doch, doch. Ne. Das war schon mal knapp. Auch wenn ich nur noch durchgehend jetzt passen muss. Und ich... Hey, meiner fällt einfach um, zu dem wollte ich gerade passen. Warum fällt denn jetzt um? Der hat einen Schlaganfall. War geplant. High-fived. Okay, 2-0. Mein Typ ist tot. Wie er sich die ganze Zeit beschwert. Dem geht's wieder gut, das ist kein Problem. Okay, das war's von dieser etwas komischen Folge. Aber ja, war auf jeden Fall nice. Ich hab's beide Spiele gewonnen, aber 1-0, 2-0, verkraftbar, ne? Ja, gegen mir, also... Mich. Ich hab's wie nur. Okay, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.